Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und willkommen zu meinem ersten Assassin's Creed Unity Let's Play. Ja Freunde, sehr sehr lange gab es nichts von mir zu hören. Das lag halt daran, dass ich hier umgezogen bin und dann noch ein paar private Sachen zu erledigen hatte. Aber jetzt bin ich endlich wieder da. Ihr merkt, die Tonaufnahme ist halt nicht so gut, wie es sein sollte. Beim Stream habe ich nicht das Problem. Falls ihr Ahnung mit solchen Sachen habt, also Ton und so weiter, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und mal schauen, woran es liegt. Was ich halt sagen kann, ist, ich benutze halt die OBS-Aufnahme und ich habe halt nur das hier als Audio halt installiert, ohne Kopfhörer oder so. Es sei denn, wenn ich mal FIFA oder so spiele, tue ich an den Controller halt diese Kopfhörer hier rein. Und ja, falls ihr mehr davon wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich diese Fehler halt beheben kann, weil mir gefällt das auch nicht, wenn ich das so einstelle. Und ja, Freunde, das lassen wir dann mal außen vor. Falls ihr mehr davon wisst, schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare. Dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Ich habe mir das Spiel nur aus Videos mir angeguckt, so ein bisschen. Und das kenne ich jetzt gar nicht, aber schau mal jetzt, wir starten mal jetzt direkt los. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Okay. Jacques de Molay, der letzte, der heilhafte Tempelritter war einmal, blablabla, haben wir ja gehört, ne? Und warten, und warten, und warten. Und warten. Paris, 13. Oktober 1307. Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florac, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Bin ich schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Ich verteidige den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! Ah, okay. Wir sind quasi zurück in die Geschichte reingekommen. Ich bin schneller vor als erwartet. Es sind andere Fiedler. Papst? Die Assassinen. Sorry Leute, ich hab total vergessen, die Turn auszuschalten. Gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Morgen nicht. Doch eilt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt euch. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. So, dann fangen wir mal auch direkt an. Yeah.
Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Was war das denn? So, ich muss mal hin. So. Oh, der ist wieder aufgehauen. Der ist geblendet. Okay, was hat das zu bedeuten? Später. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter,
Einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis. Gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahlreichen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Versailles, 27. Dezember 1776. Also schon mal einige Jahrhunderte vorbei. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Das Palais de Versailles. Hier lang. Willst du da einfach sitzen bleiben? Komm schon, so langsam. Fangen wir mal der kleine Mädchen. Gaspille. Attrapez-les. Wo kommen die her? Schneller, schneller. Ich wette, du klaust keinen. Ja, jetzt habe ich nicht gehört, was die Sache ist. Einen Apfel stehlen. Die! Oh, leg nein. Ihn zurück! Unterbrechen Sie den Sichtkontakt, um einen letzten bekannten Aufenthaltsort zu erzeugen. Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für Gesindel wie dich. Weißt du, welche Strafe auf Stehlen steht? Los, mach die Tür auf da. Ich bin noch versteckt. Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite.
glätte meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Wird da jemand hingerichtet, oder was? Monsieur Franklin, ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Elise! Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kid! Sofort! Vater? Da ist er leider gestorben, ne? Jahre später. Oh, erwachsener Mann geworden. Kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Marischal. Warte doch mal. Ich mach schon, Viktor. Ich lasse ihn nicht ein. Also bitte. Pardon, Madame. Geht mir auf den Weg. Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Bitte entschuldigt, der ist noch nicht stubenrein. Ein dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Ah. Wache ab. Ein kluger Mann weiß, wann er aufgeben muss, Viktor. Wo ist der hin? Anscheinend schon. So, jetzt warten wir mal, bis sie weg sind. Und dann schauen wir weiter. So, geht mal schön weitergehen.
Bis der letzte auch schon weiter ist. Kletterer mal wie auf den alten Teil über die Dächer. So, da unten muss ich hin. Oh nein, ist gar nicht gut. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Ich glaube, das kleine Mädchen muss das sein, oder? Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal? Das siebte? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Sequenz 1 abgeschlossen. Erinnerung an Versailles. So, da unten haben wir aber direkt eine Schatztruhe. Gehen wir auch runter. Ah, soll es eigentlich auf Tische klettern? Ich imagine que oui. Da kommen wir auch nicht hier. Rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu, nom de Dieu! Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir, ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen, es ist äußerst... Äußerst dringend, ja, das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Ich habe meinen Job hier zu erledigen. Monsieur de la Serre! Halt! Pech gehabt. Muss wohl außen rum gehen. Macht Platz, macht Platz! Oder drüben. Wie war das? Verdammt, macht langsam!
Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? Arrêtez! Monsieur de la Serre. Oh, ein anderer. Mes excuses. Falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Ah, die Kirche da vorne. Generalstände 5. Mai 1789. Da seid ihr ja. Adlerauge schließen. Ja, kennen wir schon, ne? Verschwindet hier! Jetzt gucken wir mal. Können wir jetzt am besten hier durch? Da ist noch was. Lass mal durch. Ah. Das reicht! Kein Schritt weiter! Das lasst ihr besser. Verschwendet. So. Unter Generäle für keine Diskussion, weg hier! Warte, musst du da sein. Na, da ist er. Du, mach, was ich sage! Weg von hier! Verschwindet! Oh, schnell rein da. Oh, Mann. Schnell. Schnell rein da. Rein, 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 rein. Guck doch. Wieso? Ja.
Boah, ich gut, ich komme da nicht rein, ne? So. Machen wir wieder die Fahnenauge. Okay, da sehen wir ein paar Leute. So, ist ja hinter der Tür. Stimmt. Da geht's auch nicht weiter. Komm mal hier hoch. Wie sieht's hier aus? Okay. Achso, wir müssen da runter, okay. Oh, wo zum Teufel sind sie? Habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis, die dem Königreich Kraft geben und der Nation endlich eine Quelle des Glücks so sein das wird. Nicht die beiden schon wieder. Die müssen mir gefolgt die sein. Die Staatsschulden zur Zeit meiner Improvisierung. Ich mach die beiden, ne? Sind aufgrund der Kosten eines teuren, aber ehrenhaften Krieges noch weiter gewachsen. Der einzige Ausweg, der uns blieb, was denkt ihr, wie war die Erhöhung der Steuern. Und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache noch. Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt, wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Pack ihn, Hugo! Schrank! Ruhig, mein Großer! Bereit für Putzen! Mal sehen, ob du uns liebst! Nicht gerade dein Tag, oder, Victor? Auf euer Wohl, meine Herren! Du, Bosse! Halt! Was machst du da? Weglaufen! Okay, jetzt müssen wir schon wieder abhauen, oh Mann. Wer wird denn kommen? Wieder auf dem Schießen, auf dich nicht. Du ein Kampf nicht! Genau, schneiden wir mal auf. Ja, oh Mann, ich war doch im Heuhaufen drin. Warum bin ich wieder rausgekommen? Das Kätzchen fällt irgendwann noch vom Baum. Das kann ich abgehängt. So, die Generalscheiße Klasse 1 machen und 2 abschließen. Parcours laufen, 2 halten zu sprinten und automatisch aufzuspringen. Ja. Ja. Entschuldigung. Genau, mal zum letzten Punkt zu kommen.
So, bin mal gespannt, was gleich noch vorkommt. Lange halte ich das nicht mehr aus. So, runter. Weißt du, was das machen wir in der nächsten Folge? So, das war's jetzt an dieser Stelle hier, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das wird sonst hier zu lang. Nächster Part folgt. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Folgt mir auf Instagram. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.